Ja, meine lieben Anno-Freunde, wie angekündigt sind wir ab heute wieder auf meinem Hauptspielstand unterwegs, wo ich mittlerweile über 520 Stunden am Werkeln bin. Ja, was habt ihr eigentlich verpasst hier in den letzten Stunden, wo ich hier für mich ganz alleine privat spielen konnte? Ja, ich habe zwei Projekte vorangetrieben. Zum einen musste ich ja reiche Ernte komplett mit einbringen. Das hat ja geheißen, überall muss dieser Tankhof mit einer Zugverbindung hingebaut werden. Gehen wir nicht auf den Keks jetzt gerade. Und die ganzen Taktorscheunen mussten angebracht werden, also die Felder nochmal komplett neu gelegt werden. Ich kann ja kein Layout bauen, ich muss das alles komplett hier unterbringen. Wir haben hier eine super Auslastung, die Insel ist fast fertig. Es gibt noch so kleinere Ecken, wo noch was hin kann. Jetzt bin ich noch nicht einig, was ich da mache. Fertig ist auf jeden Fall diese Insel, die kennt ihr schon, die mit Bananen und Tabak. Tabak war, glaube ich, fast fertig gewesen. Alles wunderbar. Das meiste, was ihr noch nicht gesehen habt, ist hier. Die neue Kautschuk- und Zuckerrohrproduktion wurde komplett nochmal neu überarbeitet. Wer sich ältere Videos anguckt, wird das merken. Es ist alles nochmal komplett neu gemacht worden. Ich hatte zuvor hier auf dieser Insel meinen Kautschuk angepflanzt, habe dann aber gemerkt, durch reiche Ernte spare ich so viel Platz ein, wenn ich die Traktorscheunen hier nutze, die Tankhöfe hier einsetze, dass das dann funktionieren kann und ja, klappt. Hab hier eine wunderbare Produktionsleistung. Ja, alles mit Handelskammern versehen. Möglichst noch geguckt, ich könnte hier noch Handelskammer hinsetzen, aber das lohnt sich für die drei Farmen einfach nicht. Man muss auch immer im Verhältnis gucken, was es letztendlich bringt. Ja, hier unten natürlich meine beiden Ölraffinerien noch gebufft. Scheinen genug Öl zu haben, dass das hier funktioniert. Deswegen wird das jetzt bald alles abgerissen. Ich musste erst gucken. Scheint jetzt ein bisschen knapper geworden mit dem Öl, aber alles noch im Rahmen, dass es funktioniert. Gut, kommen wir wieder rüber nach Cap Trelawney. Hier auf der Hauptstadt seht ihr jetzt auch immer noch ein bisschen was frei. Hier hat sich aber nichts großartig getan. Meine Projekte lagen hier auf den kleinen Inseln. Hier wurden überall kleine Stadtstaaten gegründet. Und natürlich auch in höchster Perfektion. Wir machen hier keine halben Sachen. Ich wollte, dass die auch wirklich gut versorgt werden. Die sind damit gemeint, die Bürger. Komplette Versorgung mit einem Rathaus ist ein bisschen sehr aufwendig. Also ich habe hier sehr viel reingesteckt, obwohl es eigentlich nicht nur tun würde. Den Erzbischof, dann kriege ich hier nämlich Schnaps und Bier. Und hier drüben kriege ich dann Wurst, Brot und Fisch. Und durch die Gouvernante kriege ich sogar noch eine Schule. So sind die hier komplett ausgelastet und kriegen alles, was sie begehren. Ich könnte hier sogar noch aufsteigen, aber das wäre nicht so clever. Ja, wer schon gesehen hat, hier gibt es überall jetzt eine Hafenmeisterei. Da ich genug Einfluss habe, konnte ich es mir leisten. Da denkt man sich, ja, ganz toll. Und nun, drei Anlegestellen noch extra gebaut, für was? Ja, ich habe hier noch mein Ministerium, das dafür sorgt, dass ich eben noch eine höhere Ladekapazität habe und noch eine Kapazitätsgrenzenerhöhung. Ich habe mich jetzt fachmännisch ausgedrückt, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Also mit anderen Worten, ich habe hier das Lager vergrößert und schneller dafür gesorgt, dass die Schiffe hier schneller ab- und anfahren. Das ist auf kleinen Inseln besonders wichtig, wenn man sie nutzen möchte, weil ich habe hier vier Minen zu stehen. Davon sind jeweils zwei Zinkminen und zwei Kohleminen und die laufen beide bei 300%. Das ist also enorm, was da reingeht. Und ich habe ja mehrere dieser kleinen Inseln. Es fährt ja nicht nur ein Schiff eine Insel an, sondern ich habe das hier alles im Verbund, damit die hier also wunderbar hin und her fahren können. Irgendwo muss hier meine Karawane unterwegs sein. Ich glaube, das sind die Jungs. Die fahren hier nämlich spazieren und holen Kohle, Eisenerz, Gold und alles ab, was sie hier so finden. Gut, Gold nicht unbedingt. Na gut, könnte doch sein. Zum Beispiel hier hinten auch eine kleine Stadtstaatinsel von mir. Die ist momentan ohne Rathaus geblieben, weil genug Platz da war. Aber dafür wird hier Gold produziert. Öl und Gold. Das ist nämlich mein Ölport. Das geht später rüber in die alte Welt. Da kommen wir gleich später nochmal hin. Ich möchte es hier noch fertig machen. Weil hier sind überall unterschiedliche Items drin. Hier ist der Bierstubenwirt drin, zusammen mit der Berauscherin. Schnaps, Marktplatz, muss ich da nicht bauen. Wunderbar. Fertig ist die kleine Insel. Ich könnte noch ein bisschen erhöhen, dann würde sogar noch die Schule reinpassen, wenn es unbedingt sein muss, aber muss ja nicht. Hier gibt es Fische. Da war noch genug Platz. Im Gegensatz zu... Wow, wo sind wir denn jetzt? Habe ich mich verlaufen?
Gegensatz zu dieser Insel. Hier gibt es nämlich keinen Platz. Deswegen braucht man hier dafür den Dennis. Der Dennis hat ja die Fische. Sollte man dann darauf achten, wenn man den dann hat, kann man das so bauen. Hier drüben war genug Platz auf dieser Insel wieder. Auf Zwollen, die finde ich persönlich am schönsten. Da habe ich sogar noch geschafft, ein paar Kartoffelhöfe zu machen. Hier hinten wird auch wunderbar alles mit Strom produziert und gemacht und getan. Könnte man sogar noch ein bisschen effizienter nutzen, aber muss ja nicht sein. Klappt alles wunderbar. Und hier legen die Schiffe an und fahren direkt weiter. Meine Importeurin, 60% Ladegeschwindigkeit, nochmal Bewegungsgeschwindigkeit, Frachtverlangsamung. Es ist wunderbar. Falls da mal irgendwo welche Fragen irgendwo offen sind, ne? Leute, wozu sitze ich denn hier? Kann jeder gerne was fragen, Kommentare schreiben. Wozu war jetzt das nochmal und was soll denn der Quatsch eigentlich? Ja, dann kann ich hier noch was erklären. Ich werde jetzt noch zwei Folgen wenigstens machen, bevor das Update rauskommt. Ich hoffe, dass ich wenigstens noch zwei schaffe. Ja, weil Item und so, ne, da fragt man sich immer, was das alles soll. Denn wir gehen jetzt rüber in die alte Welt. Hier bin ich nämlich gerade neu am Umbauen. Hier wird das Projekt Selbstversorger oder Selbstbesorger, was sich ein bisschen perverser anhört, vorangetrieben. Und zwar wird geguckt, wie funktioniert das hier am besten. Hier fackeln gerade meine Höfe ab, so wie das aussieht. Naja, da kommt ja meine Feuerwacht, wird das schon schaffen. Die macht das schon. Ich habe ja hier immer noch diese Items aus der Arktis. Und zwar, dass ich hier extra Zigarren produzieren kann. Ja, ist das jetzt gut oder kann das weg, ne? Frag ich mich immer wieder. Momentan reicht's. Ich krieg diese kleine Stadt damit versorgt. Ich will das aber auch im größeren Maßstab haben. Und da muss ich mir noch überlegen, ob das hier drüben dann auch passt. Welche Items brauche ich dafür? Muss ich alles noch gucken? Zum Beispiel wird das hier gerade mit Gold probiert. Das funktioniert anscheinend wunderbar, wenn man genug Items hat. Ich habe ja ihn hier noch, den Landvermesser, der noch Perlen und Gold hier aus dem Wasser fischt. Das brauche ich ja, um Schmuck zu produzieren. Und mit zwei Schmuckfabriken kriege ich hier auch genug Schmuck zusammen. Ich habe ja auch noch den Garnick drin, der spart mir ja auch eine Menge. Aber hier sind ja noch überall Häuser, die noch versorgt werden müssen. Und deswegen gibt es hier zurzeit noch meine Weintrauben, wo auch noch Gold aus dem Acker gefischt wird. Und ja, das treibe ich hier noch voran. Hier drüben ist auch noch Platz. Hier sollen diese Projekte überall stattfinden. Weil, wenn man sich das jetzt von oben drauf sieht, man das besser. Diese kleine Inselwelt gehörte ja mir hier in der alten Welt noch. Und das soll quasi bis auf Öl komplett oder möglichst komplett ohne Einfluss von außen funktionieren. Das heißt, diese komplette kleine unabhängige Inselwelt soll das werden, die trotzdem alles haben soll oder möglichst alles kriegen soll. Und da muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich das alles hingebaut bekomme. In der Arktis ist großartig nicht viel passiert. Hier ist Langeweile und hier wird auch noch gebaut. Irgendwann mal, das Projekt liegt noch auf Eis im wahrsten Sinne des Wortes. Boah, was für ein Wortspiel. Ja, weil das mich hier momentan am meisten interessiert. Wie kriege ich das hier optimal genutzt? Ich habe zurzeit noch ein bisschen viel Getreide, deswegen baue ich jetzt hier die Silos auf, damit ich noch mehr Platz spare und gucken kann. Mein Kautschuk-Projekt läuft ja hier auch schon eine Weile. Kautschuk wird extra produziert, um die Leute hier mit Autos zu versorgen und das, muss ich sagen, läuft auch ganz wunderbar. Ja, das sind alles so kleine Projekte von mir, kleine Forschungsprojekte nenne ich es immer. Wie viel geht, was muss ich machen und klappt das denn auch? Weil es ist ja mal interessant zu wissen, wie man das hinbekommt. Weil das kann man nicht so schnell mit dem Rechner irgendwo sich runterladen und ausrechnen. Weil das hat ja damit zu tun, wie hoch ist die eigene Produktionsleistung. Das muss ja alles hier funktionieren. Jetzt sind hier gerade wirklich alle Dinge abgefackelt. Muss ich hier doch noch eine neue Feuerwehr hinsetzen. Ein lieber Gesangsverein. Feuerwehr. Haben wir hier noch genug Platz? Können die auch hier drüben stellen, so ist es nicht. Dann reißen wir hier zwei Häuser ab. Hopp.
Themen erledigt. Noch drei Bäume hingebaut und so getan, als wenn es so sein muss. Ja. Weil ich muss ja hier, ich kann ja hier mit der Statistik arbeiten. Kann ich ja hier machen. Alle Produktionsinseln, warte mal, alte Welt kann ich mir jetzt nicht gerade angucken, aber ich müsste nämlich noch gucken, wie viel Produktion hier an Getreide läuft, wie viel hier rüberkommt. Warte mal, wie weg ist das? Hier haben wir eine Überproduktion. Muss also gucken, wie das hier alles rüberläuft, dass ich genug produziere, aber wirklich quasi nur noch also eine Nullproduktion fast schaffe, damit ich dieses Item optimal nutzen kann. Das ist nämlich verdammt schwer. Und wenn ich dann noch Sachen wie zwei Ressourcen habe, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, hier brauche ich ja Gold und Perlen. Und das muss ich ja insgesamt produzieren. Das ist zum Glück hier beides in einem Item. Aber Gold brauche ich ja mehr als Perlen. Deswegen wird hier noch ausgetüftet, wie das funktioniert. Das ist noch nicht ganz fertig. Wenn ich es dann raus habe, dann sage ich das. Also das sind hier wirklich die Sachen, die über das normale Anno dann hinausgehen, wo man dann echt denkt, boah, hat er Langeweile gehabt. Ja, gut. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, fragt. Ich bin jetzt hier noch ein bisschen am Bauen und Machen und Tun. Wenn ich nochmal irgendwas zeigen soll, zwecks Routenplanung, Items, wie ich das mache. Ich habe ja immer eine ganz andere Auffassung wie normale Leute. Ich bin ja immer ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen Babbele. Ne? Ich sehe das immer alles ein bisschen anders. Dann fragt mich. Weil man muss es ja nicht unbedingt so machen. Ich habe hier tausende Ideen, wie man irgendwas bauen kann. Aber das sind so meine Standardformeln, die hier überall zu sehen sind. Und Handelskammer ist mein absoluter Liebling und der muss auch ordentlich gesetzt sein. Gut, das war's mit diesem hübschen Bild hier. Hören wir auf